Verantwortung, der ganz persönliche Talk aus Berlin. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Uwe Heimowski. Ich arbeite für die Evangelische Allianz in Deutschland und ich lade mir hier Gäste ein, Gäste aus der Politik. Heute bei mir zu Gast ist Pascal Kober. Pascal Kober, Jahrgang 1971, evangelischer Theologe, jetzt zum zweiten Mal im Bundestag für die FDP-Fraktion. Herr Kober, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, lieber Herr Heimowski, vielen Dank, dass ich kommen darf. Evangelischer Theologe im Bundestag, das war, ich komme aus Gera, in den neuen Bundesländern um die Wendezeit nicht ungewöhnlich. Mit Joachim Gauck hatten wir einen Theologen auch an der Spitze als Bundespräsidenten. Ich würde sagen, in Württemberg vielleicht eher die Ausnahme, wo Sie herkommen. Wie kommt es, dass der Theologe in der Politik gelandet ist? Also in der Tat ist es die Ausnahme, wenn man sich tatsächlich mal mit den Biografien der Bundestagsabgeordneten beschäftigt. Es gab und gibt nur einzelne, die aus dem geistlichen Amt evangelisch in den Deutschen Bundestag wechseln. Katholisch gibt es überhaupt gar keinen Priester, der diesen Weg gegangen ist, meines Wissens nach, weil es damit verbunden wäre, dass es ein Priesteramt aufgibt. Aber wir haben ein Amtsverständnis, das es eben ermöglicht, die Bürgerrechte, also das heißt das aktive und passive Wahlrecht, eben auch wahrzunehmen. Hier haben wir ein anderes Amtsverständnis. Sie sind da beurlaubt während der Zeit. Ich bin beurlaubt während der Zeit. Das ist auch aus meiner Sicht sehr wichtig, dass das auch immer klargestellt ist von Seiten der Kirche, auch schon in Wahlkampfzeiten. Aber ich komme jetzt mal auf meine eigene Biografie zurück. Sie entscheiden eine solche politische Karriere nicht auf Ihrem Plan. Lebensplanung. Das ist keine Lebensplanung, genau. Ja, Sie entscheiden das nicht selber, sondern Sie sind ja darauf angewiesen, dass eine Partei Sie aufstellt. Das beginnt dann auf der Kreisebene, das geht dann weiter auf der Ebene der Landespartei. Dann müssen Sie auch noch gewählt werden vom Bürger. Das heißt letzten Endes, Sie können zwar den Weg einschlagen, ob er dann gelingt oder ob das dann zum Ergebnis führt, das liegt nicht in der Hand des Einzelnen. Und wenn ich jetzt in meine Biografie zurückschaue, dann muss ich einfach zunächst einmal feststellen, wenn die Bundestagswahl 2006 stattgefunden hätte, wie sie ursprünglich geplant gewesen war, denn die Legislaturperiode 2002 endete überraschend 2005, dann wäre ich heute sicherlich nicht im Deutschen Bundestag. Denn damals hatte mein Kreisverband zwar keinen sozusagen Anwärter auf diese Kandidatur, aber man war sich klar, bis 2006 würde man jemanden finden. Nur weil damals dann Neuwahlen kurzfristig angesetzt waren und die Not groß war, binnen weniger Wochen einen Kandidaten zu finden, ist man quasi ehrlicherweise auf mich gekommen. Und vielleicht wäre sonst alles anders gewesen. Das sind Erfahrungen, die ich an vielen Stationen meines Lebens gemacht habe, an vielen Wendepunkten, dass Dinge sich gefügt haben, wie wir als Christen sagen, und eben nicht von mir geplant waren und nicht von anderen so schlussendlich planbar waren. Insofern bin ich in dieses Amt auch ein Stück geführt worden und habe meines natürlich dazu beigetragen, aber letzten Endes eine eigene Entscheidung ist es nicht. Und wenn das mein Weg sein soll, dann ist es dieser und ich habe ihn angenommen und versuche ihn auszufüllen und den Weg zu weiterzugehen. Das Verrückte bei Führung ist, ich komme gleich auf das andere mal zurück, aber bei Führung ist ja einerseits, hier geht eine Tür auf, mit der gar nicht zu rechnen war. Also da ist es immer, ich sag mal, leicht als Christ zu sagen, das ist nämlich aus Gottes Hand. Aber dann kriegt man einen guten Listenplatz, nämlich 4 Jahre später und die eigene Partei kommt aber nicht wieder im Bundestag. Man sitzt plötzlich da und ist wieder draußen. Wie ist denn das aus Gottes Hand zu nehmen, wenn die Führung sozusagen genau das Gegenteil ist von dem, was man vorher erlebt hat? Naja, genau diese Führung führte mich dann in eine ganz wichtige Phase meines Lebens, denn ich hatte in meiner ersten Legislaturperiode, eigentlich relativ zufällig, war im Menschenrechtsausschuss die Möglichkeit, nach Afghanistan zu reisen und habe dort zum ersten Mal in meinem Leben Soldaten im Einsatz erlebt, gesprochen, kennengelernt. Soldaten, die im Einsatz waren, weil ich das als Bundestagsabgeordneter so entschieden habe mit der Abgabe meiner Stimme. Ich habe dann nach dieser Reise gesagt, das hat mich so beeindruckt, auch die Gespräche mit den Militärseelsorgern damals vor Ort, die ich dann bewusst aufgesucht habe, weil die ersten Kontakte zu Soldaten mich schon so berührt hatten, dass ich, wenn ich mal aus der Politik ausscheiden würde, würde ich gerne in die Militärseelsorge gehen. Spannend. So, und jetzt sind wir 2013, der Wähler entscheidet, meine Fraktion wird nicht mehr in den Deutschen Bundestag zurückkehren und die Landeskirche führt mit mir Gespräche. Wo geht's hin? In eine Kirchengemeinde auf die Schwäbische Alb oder in die Schule zurück, wo ich vorher war?
Und jetzt stellen Sie sich vor, es gibt überhaupt nicht so viele Militärseelsorgestellen in Deutschland, 100, in Baden-Württemberg kaum welche. Und just die Militärseelsorgestelle, die zu meinem Wahlkreis, also zu meiner Heimat am nächsten ist räumlich, also im Nachbarwahlkreis, im Nachbarlandkreis, war in dieser Situation vakant. Wie unwahrscheinlich, ja. Und also wieder dieser Führungs-, also dieses Erleben, ja, dass Gott die Sachen zusammenfügt. Und, ja, ja. Und nein, ich persönlich habe meine Selbstverständnis nie aus den Funktionen in dem Mandat gezogen. Insofern bin ich nicht in ein großes Loch gefallen. Aber es hat sich, und das möchte ich vor allen Dingen betonen, es hat sich sofort etwas anderes aufgetan, was ich als hochspannend empfunden habe, ja fast schon mir gewünscht hatte, weil ich ja gesagt habe, wenn mal die Politik endet, natürlich damals nicht in der Vorstellung nach 4 Jahren. Ja. Aber da hat sich diese Tür geöffnet. Ja? Und dieses Zutrauen hatte ich eigentlich, kann ich rückblickend immer in meinem Leben haben. Also Zutrauen in Zukunft werde ich immer haben können, weil wenn ich rückblicke in mein Leben, war es immer so. Es haben sich immer Türen aufgetan, durch die ich gegangen bin und bei denen ich dann am Ende gesagt habe, es ist gut. Spannend. Gefügt, ja. Spannend. Theologiestudium, Gemeindepastor, Bundestagsabgeordneter, Militärseelsorger, jetzt wieder Bundestagsabgeordneter. Der rote Faden da drin ist die Führung Gottes. Für einen Seelsorger, für einen Pastor ist es ja aber trotzdem eine unterschiedliche Welt. Ja? Einmal ganz stark auf Menschen bezogen, auf deren, gerade in der Militärseelsorge, auch auf deren Not, auf deren Zweifel. Politik ist eine andere Welt. Beißen die sich manchmal oder passen die für Sie gut zusammen, diese beiden Welten? Naja, es passt für mich, Christ in beiden Welten zu sein. Es ist definitiv ein Unterschied. Wir sind hier als Gesetzgeber gefordert, sozusagen auf der Basis von Fakten, von Daten, von empirischen Studien, den großen Blick auf, ich sage jetzt mal, unsere Bevölkerung, Entscheidungen zu treffen. Es ist nicht das Einzelschicksal, das uns zu einem gesetzgeberischen Handeln im Grunde bewegen kann, ja, sondern wenn ich ein Einzelschicksal, wenn mir Einzelschicksale begegnen im Wahlkreis beispielsweise, dann muss ich fragen, ist das ein Einzelschicksal oder betrifft das auch andere? Denn wenn ich eine gesetzliche Änderung dann anstoßen will, dann würde ja, sind ja alle 82 Millionen Menschen davon betroffen. Und deshalb ist es, also das ist da, wo ich den entscheidenden Unterschied machen würde. Ja, wir kümmern uns um Menschen, aber der Blick ist ein ganz anderer. Ich muss auf 82 Millionen blicken und die Wirkungen meines Handelns betreffen 82 Millionen. Das seelsorgerliche Gespräch betrifft einen. Mein Ansatz im Leben war immer, gerade als Teenager mit voller großer Motivation, nichts war sozusagen zu klein in meiner Vorstellung, ich wollte die Welt verändern. Und Sie können als Seelsorger die Welt eines Menschen ganz individuell verändern, zum Positiven hin. Das habe ich vielfach erleben dürfen, dass mir diese Fähigkeit, diese Gabe geschenkt wurden. Manchmal hat es auch nicht, konnte ich auch nicht helfen. Das ist auch die Situation, mit der man umgehen muss. Aber jetzt tue ich aber auch Ähnliches. Ja, ich versuche durch gesetzgeberisches Handeln die Welt zu verändern. Ja, jetzt tut man es eben nicht im Einzelfall, sondern jetzt tut man es eben mit Blick auf 82 Millionen oder Millionen, Hunderttausende in diesen Größenordnungen. Aber es hat letzten Endes immer diese Relevanz, sie ändern das Leben eines oder mehrerer Menschen. Ich habe in der Welt ein Zitat von Ihnen gefunden, da heißt es, für den christlichen Glauben gilt genauso wie für den Liberalismus, die Wirklichkeit ist kompliziert. Einfache Lösungen sind Realitätsflucht und Illusion. Aber ist nicht Glaube vielleicht gerade der Ort, der schnelle Antworten verspricht? Also schauen Sie, unsere Vorstellung vom Reich Gottes, schon jetzt und noch nicht. Ist das einfach zu begreifen? Sünder und Gerechter zugleich, ist das einfach zu begreifen? Kann ich, wenn ich mit dem Auge des Christen, des Glaubens auf einen Menschen schaue, kann ich eindeutig sagen, der ist jetzt schwarz oder der ist weiß? Nein, in Wahrheit Sünder und Gerechter zugleich. Und wir haben eben diese Kraft als Christen durch unseren Glauben mit diesen dieser Unklarheit, sage ich jetzt mal, ja, also dieser Dialektik, ja, sagen die Theologen, umgehen zu können, weil sie uns nicht in die Verzweiflung stürzt, weil ich eben mit Blick wieder auf das Reich Gottes davon eben nicht
enttäuscht sein muss, wenn das nicht gelingt, sondern die Hoffnung haben kann, wenn es heute nicht gelingt, ging es vielleicht morgen. Und wenn es in meiner Generation nicht gelungen ist, dann vielleicht einer anderen. Das heißt, ich bin nicht gezwungen, die Dinge aufzulösen in binäre Strukturen. Ja, nein, eins, null. Ja, sondern ich kann mit der Realität, das ist ja die wahre Realität, unsere Welt ist eben komplex, umgehen, weil ich das Zutrauen habe, dass neben meinem eigenen Verstand, neben meinem eigenen Können eben noch etwas anderes ist, das die Veränderung bringt. Das sind ja manchmal ganz große Fragen. Sie haben gesagt, Sie waren Militärseelsorger, Ihnen sind Menschen aus Afghanistan begegnet, die berichtet haben, Soldaten, Bundeswehrsoldaten. Interessanterweise war ich zu der Zeit Mitarbeiter bei einem Abgeordneten im Menschenrechtsausschuss. Also wir haben tatsächlich da die gleichen Leute getroffen. Ich war da auch dabei. Und sehr, sehr nahegehende Begegnungen von man merkt ganz ernste. Und dann gleichzeitig hört man damals die damalige Bischöfin Margot Käßmann, die sagte, nichts ist gut in Afghanistan und bitte alle raus. Und dann hat man da Soldaten, die sagen, wir beschützen hier junge Frauen, die sonst nicht zur Schule gehen könnten. Schon da merkt man einen riesen Riss. Sie haben das gerade gesagt, Geschöpf und Sünder zugleich und so. Diese Spannung muss ja auch der einzelne Abgeordnete irgendwie aushalten. Wo finden Leute Orientierung? Für Sie als Christ ist das eine, aber wo erleben Sie, wenn es um das Ringen geht von Position, Krieg und Frieden und so, wie machen Abgeordnete das? Wo finden die da eine Orientierung in diesen Entscheidungen? Naja gut, ich kann jetzt für mich sprechen und vielleicht auch für einzelne andere, mit denen ich über solche Fragen im Gespräch bin. Natürlich sind wir zunächst einmal gefordert, dass wir die Sachlage, also einfach die Fakten und die Datenlage so genau und so im Detail prüfen und abwägen, wie nur möglich. Ja, also ins Blaue hinein Entscheidungen zu treffen aus dem Bauch heraus, das hielte ich für vollkommen unverantwortlich. Aber wir wissen natürlich, das Wissen, haben wir jetzt auch in der Pandemie erlebt, eben nicht immer zum richtigen Zeitpunkt in der gewünschten Vollständigkeit und Abgeschlossenheit vorliegt, wie wir es uns vielleicht natürlich wünschen würden. Mhm. So, und da sage ich, also das ist so diese christliche Haltung, zu sagen, ich mache es so genau, wie ich es kann, aber ich verzweifle nicht oder ich muss nicht verzweifeln, wenn ich vielleicht eine Fehlentscheidung treffe. Also es geht jetzt hier nicht um billige Gnade. Sie kennen diesen Dietrich Bonhoeffer, ne? Sagt ja, billige Gnade ist, wenn ich dann einfach weitermache, das Falsche. Ja? Also ja, so teure Gnade heißt, ich erkenne einen Fehler und dafür übernehme ich die Verantwortung. Genau. Das nur als Ergänzung für die Zuschauer vielleicht. Nee, genau. Und ich glaube, dass es aber ganz wichtig ist, dass wir in der Gesellschaft auch jetzt, das erlebe ich so, dass es verloren geht, dass wir ein Verständnis von Versöhnung haben. Ja, das heißt, es kann auch mal eine Fehlentscheidung getroffen werden. Das heißt dann eben nicht, dass ich sie sozusagen, es ist egal, schwamm drüber, mal gerade so weiter. Genauso nicht. Aber es ist eben klar, dass wir auch an Grenzen kommen mit unserer Erkenntnis und dass manches dessen, das, was wir entscheiden, nicht allein in unserer Hand liegt. Und das brauche ich gar nicht Gott ins Spiel bringen. Schauen Sie, so eine komplexe Situation wie in Afghanistan. Den Soldaten habe ich immer versucht zu verdeutlichen. Sie haben ihre Aufgabe in diesem komplexen System. Schon allein die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland lebt von einem Verständnis des vernetzten Ansatzes, dass militärischer Einsatz ein Pfeiler ist, dass aber auch die Entwicklungszusammenarbeit, die Diplomatie, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zusammenkommen müssen, Polizeiarbeit, dass überhaupt irgendwie ein Konflikt zu einer Lösung kommen kann, ein Konflikt dieser Art. So, wenn jetzt einer seine Aufgabe richtig erfüllt, heißt es ja noch nicht, dass die anderen erfolgreich waren. Ja? Und in Afghanistan spiegelt es sozusagen auf der einen Seite sozusagen das internationale Engagement, dann speziell nochmal das deutsche Engagement. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein afghanisches Engagement. Also wenn wir ein Fenster dort öffnen, für Frieden, für Schule, für Bildung, für Frauenrechte. Und es wird aus welchen Gründen auch immer nicht ergriffen oder es kann nicht ergriffen werden von der anderen Seite, dann ist das nicht ein Scheitern der deutschen Soldaten oder der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Das habe ich mich sehr geärgert damals über dieses Zitat von Frau Käßmann, weil wenn man das ernst nimmt, nichts ist gut in Afghanistan, Punkt, und so steht es in der Predigt drin, kann man nachlesen, dann hieße es, wenn man es jetzt theologisch ganz streng nimmt, dass Gott nicht anwesend ist in Afghanistan. Das ist unvorstellbar für einen Christen, dass Gott nicht in Afghanistan wäre. Dann war es mal eine Stufe kleiner. Es gibt
dort auch Eltern ihre Kinder lieben. Es gibt auch dort Heilung in Krankenhäusern. Auch Afghanen wurden in Bundeswehrkrankenhäusern dort geheilt. Was ich damit sagen will, ist, dieser Satz ärgert mich, weil er im Grunde genommen ein politischer Slogan ist und nicht eine theologisch-christliche Aussage. Politisch kann man gegen diesen Einsatz sein. Aber man muss eben aus meiner Sicht genau wägen, bin ich jetzt hier auf der Kanzel, und es wurde von der Kanzel gesprochen, sage meine politische Meinung, oder treffe ich eine theologische Aussage. Von der Kanzel ist es immer eine theologische Aussage. Und die war in dem Fall falsch. Ich habe in Gera, eine Stadt, in der 92% der Bewohner nicht in einer Kirche sind, sich selber in der Regel Atheisten nennen, nicht kämpferisch, sondern entkirchlicht, einen jungen Mann getroffen, der gesagt hat, ach, du bist Pfarrer, ich bin selber Theologe. Also vor Pfarrern habe ich einen Respekt. Ich war in Afghanistan stationiert als Soldat und der Pfarrer, das war toll. Also der, zu dem hat man einfach einen Draht gehabt. Ich fand das sehr spannend, diese Erfahrung. Diesen Vorschuss, dieses Vertrauen sozusagen, was man genießt, in dem Fall in der Militärseelsorge, erleben Sie das ähnlich im Bundestag? Werden Sie da manchmal auch als Pfarrer angesprochen, dass Kollegen sagen, weil du Pfarrer bist, vertraue ich dir nochmal mehr oder habe andere Fragen? Oder manchmal vielleicht spotten die auch. Spielt das eine Rolle? Nein, aber es ist interessant. Also ja, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, als ich 2009 in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, die Fraktion ist sehr groß angewachsen, hat sich fast verdoppelt damals, kamen ganz viele mit, ich sag mal, einer gleichartigen politischen Erfahrung in den Deutschen Bundestag, gleichwertigen politischen Erfahrung in den Bundestag wie ich. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Fraktion mir schon viel zugetraut hat. Schon vom ersten Tag an Verantwortung für bestimmte Bereiche, für bestimmte Themen übergeben hat. Und ich habe das schon darauf zurückgeführt, dass, ohne dass es eben gesagt worden ist explizit, aber ich habe es darauf zurückgeführt, dass in der Wahrnehmung, zumindest mal in bürgerlichen Kreisen, und ich komme aus einer bürgerlichen Partei, das Theologiestudium als ein anspruchsvolles gesehen wird, der Pfarrer als ein Mensch, der vertrauenswürdig ist, gesehen wird, der eine gewisse Bildung hat und dem man eben Dinge zutrauen kann. Zweiter Punkt ist, ich habe schon gleich in den ersten Tagen meiner ersten Legislaturperiode bemerkt, dass gerade, wir hatten eine Koalition damals mit der CDU-CSU, ich ein einzelner FDP-Abgeordneter, man könnte meinen, der verschwimmt in dieser damaligen Größe der Fraktion, aber es ist mir doch sehr schnell gelungen sozusagen, oder ich bin sehr schnell wahrgenommen worden. Das heißt, Kollegen jetzt aus der anderen Fraktion haben mich doch deutlich und schneller wahrgenommen und Kontakt mit mir aufgebaut, auch jenseits sozusagen fachlicher Zuständigkeit bis hin zur Kanzlerin. Das, was glaube ich auch damit zu tun hat, dass es eben etwas nicht Alltägliches ist, ein Pfarrer im Deutschen Bundestag. Und davon habe ich sehr profitiert. Menschlich mehr oder auch als jetzt irgendwie, dass ich sagen kann, genau dieser Punkt wurde mir jetzt zum Vorteil. Aber es war schon so eine Grundhaltung, die mir entgegengekommen ist, die ich darauf zurückführe, dass dieses Amt also respektiert wird. Sie waren damals im Menschenrechtsausschuss in der ersten Legislatur. Das kann man relativ herleiten auch so, glaube ich, da gibt es eine Nähe. Jetzt sind Sie schwerpunktmäßig im Sozialausschuss, auch da, und das wissen wir ja nicht, unsere soziale Marktwirtschaft, unser Grundgesetz ist ja ganz stark geprägt von christlichen Werten, in dem Fall die katholische Soziallehre hat eine große Rolle gespielt. Fragen wie Solidarität, Subsidiarität, Verantwortung miteinander, Freiheit, Verantwortung, das Verhältnis. Würden Sie sagen, zu den sozialen Herausforderungen, in denen wir heute stehen, Corona hat vieles gezeigt, hat vieles aufgezeigt, auch Defizite im Pflegewesen, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen. Gibt es da etwas, wo Christen einen substanziellen Beitrag haben, so wie damals, also vielleicht auch in abstrakterer Form, aber wo Sie sagen würden, das wären Themen, die wären heute nochmal ganz besonders wichtig, dass sie unsere Politik auch als Leitlinien bestimmen? Also ich war auch schon in meiner ersten Legislaturperiode im Ausschuss für Arbeit und Soziales, war damals in zwei Ausschüssen. Und ich bin ganz bewusst in dem Bereich Sozialpolitik, bin sozialpolitischer Sprecher meiner Fraktion und ich erlebe dort auf der anderen Seite des Kreises, wir sitzen ja im Ausschuss in einem Kreis rund, auch Christen.
die einen anderen Zugang haben zur Sozialpolitik als ich oder zumindest mal vielleicht den Zugang denselben, aber zumindest mal andere Lösungen vorschlagen. Mhm. Und auch denen, die jetzt nicht, also explizit nicht Christen sind, weil sie Atheisten sind, unterstelle ich hehre Motive. Was mich in der Sozialpolitik bewegt ist, und jetzt nehme ich mal ein Gleichnis, eine Situation aus einem Gleichnis, die Heilung des blinden Bartimäus. Wenn Sie den Text genau lesen, dann sehen Sie, dass Jesus ihn nicht einfach heilt, sondern er sagt, was willst du, dass ich dir tue? Und dann darf dieser Bartimäus selber vortragen, dass ich sehend werde. Es war ja offensichtlich, dass er blind ist. Und es gibt ganz viele Heilungsgeschichten, wo diese Szene so nicht erzählt wird. Also er hätte ihn einfach heilen können. Aber dieses, ich mache was an dir, also du bist das Objekt meiner Fürsorge, das kommt in dieser Geschichte, wird das gebrochen. Der dort Hilfe braucht, darf es selber sagen. Und dadurch hebt Jesus ihn auf seine Ebene, also auf Augenhöhe. Ja, ich bin nicht der, der dich heilen kann und du bist da unten, ich mache das jetzt an dir, sondern was willst du, dass ich an dir tue? Und er sagt, dass ich sehend werde. Auf die Augenhöhe. Und ich glaube, das ist etwas, was ich ganz wichtig finde für mich, für meine Sozialpolitik, dass wir die Menschen, die, wie wir dann sagen, unten sind, prekär sind, es gibt laute Begriffe, die aber letzten Endes die Menschen irgendwie klassifizieren und nach unten tun. Und das finde ich, da würde ich mir was anderes wünschen. Für mich sind, ich möchte den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und mein Ansatz ist, sie stark zu machen. Mein Ansatz ist, in jedem ist eine Begabung. Die kenne ich vielleicht noch nicht auf den ersten Blick. Vielleicht auf den ersten Blick spricht alles dagegen, dass da eine Begabung ist. Aber ich glaube, mein Blick ja, als Christ auf den Menschen, Geschöpf Gottes, da ist etwas, das möchte ich entdecken. Und da möchte ich dieser Person dabei helfen, dass sie auch entdeckt, ihre Begabung entwickeln kann, damit sie sie für sich und andere einsetzen kann. Und das ist so ein bisschen, was ich mir wünschen würde in der Sozialpolitik, dass es darum geht, die Menschen stark zu machen, weil ich sie schon vom ersten Ansatzpunkt schon eine gewisse Stärke in ihnen sehe. Toll. Herr Kober, die Zeit ist leider schon rum. Es ist spannend, wir könnten noch weiterreden. Ja. Es gibt Menschen, die haben über Politiker so eine Einstellung. Ja? Wer sind die denn schon und so? Und ein Ziel dieser Gesprächsreihe ist, den Menschen zu entdecken, der da im Bundestag sitzt und Verantwortung übernimmt für uns, für diese Demokratie. Vielen Dank, dass Sie das tun. Vielen Dank, dass Sie mir so Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Dankeschön, Herr Hermowski. Ihnen und den Zusehern auch alles Gute und Gottes Segen. Vielen Dank.